willkommen zu Minecraft Ticket. Ich habe aber, ja, wie soll ich das zusammenfassen? Leider schlechte Nachrichten. Denn, ja, wie man sieht, seht ihr etwas, was sich verändert hat. Das Quarry ist weg. Hier ist irgendwas Neues und das oben sieht auch ein bisschen anders aus. Ich hatte eine Folge aufgenommen. Leider war das Problem. Ja, wie soll ich das am besten schildern? Die war ganz gut, die war glaube ich 35 Minuten lang. Da habe ich dieses Quarry hier entfernt. Da es ja bis zum Bedrock gegangen ist und man ein Quarry nicht weiter graben lässt. Also es würde nie im Leben durch Bedrock gehen. Was natürlich sehr gesund ist, weil würden wir durch Bedrock gehen, würden wir dann halt in das offene Ende fallen. Und wenn das aus Versehen passieren würde, würden wir die ganzen Sachen, die wir im Inventar haben, verlieren. Wäre natürlich nicht vom Vorteil. Deshalb ist das jetzt so, dass ich euch ungefähr erzähle, was überhaupt passiert ist in der Richtung. Denn wenn man das jetzt so sieht, ja. Ist es halt ein bisschen blöd, aber das ist halt auf dem Server. Ich kann nicht die Zeit zurückdrehen. Weil ihr müsstet eigentlich wissen, wenn ihr in der Richtung Minecraft spielt und wisst, ihr habt aus Versehen irgendetwas gemacht, was euch im Endeffekt ein bisschen blöd dann später vorkam, könnt ihr das ja nicht zurückdrehen, denn Minecraft speichert das ja. Wenn ich jetzt hier die Torch lege und die jetzt hier lassen würde, dann kann ich ja nicht sagen, oh nein, ja, ich wollte sie eigentlich, oder ich habe sie jetzt weggepuncht, oh no. Ja, oder irgendetwas ist kaputt gegangen, dann kann man nicht einfach die Zeit zurückdrehen. Also man kann nicht irgendwo speichern und dann weitermachen. Deshalb versuche ich, so gut es geht, euch zu erklären, was überhaupt passiert ist. So, das Quarry hat sich bis ganz nach unten gegraben, was okay war, und habe ich dann abgebaut. Die orangenen Sachen, die es sich selber aufbaut, die muss man leider per Hand wegmachen. Also die gehen nicht von selber weg, wenn man hier dieses Quarry abschlägt, leider. Das hat natürlich den Vorteil, wenn wir ein neues Quarry, also wenn wir aus Versehen ein Quarry kaputt machen, und daneben noch dieses orangene Gestell steht, wird es sich dann direkt aneignen und da kannst du mal weitergraben. So, das haben wir damit. Ich zeige euch eine neue Errungenschaft, die wir haben. Das sind nämlich diese Goldpipes. Und das Rezept zeige ich euch dann immer hier oben rechts. Ich muss mal ganz kurz gucken. So. Ja, der Cheat-Mode dürft ihr nicht drauf achten. Ich cheate nicht. Offscreen oder sonst was alles, sondern ich probiere offscreen etwas aus, ob es überhaupt sich lohnt oder wie ich das am besten bauen kann. Hier, nämlich diese Golden Transport Pipes. Und die macht man nämlich so. Golden. Die kann man natürlich waterproof machen und dann halt auch elektrisch leiten lassen. Die macht man natürlich wie eine ganz normale Pipe mit Gold. Die Besonderheit an dem ist jetzt, die ganz normalen Stone Pipes etc. fördern halt ganz langsam alles vor. Haben wir dazwischen eine Gold Pipe? Und fügen eine Redstone Torch. Ich weiß nicht, ob das mit einem Hebel geht. Kann sein, dass es auch mit einem Lever geht. Also ein elektrisches Signal muss fließen. Dann alles, was hier rein wird, katapultiert sozusagen sich nach vorne. Also jetzt hat es sich hierhin katapultiert. Das hatte ich schön gezeigt. Ich würde mal sagen, so ungefähr um die 10 Felder nach vorne. Und dann müsstet ihr eigentlich sozusagen wieder noch eine Golden Pipe haben, damit es wieder nach vorne transportiert wird. Sozusagen, um einen schnellen Transport euch in der Richtung anzulegen. Das heißt, wenn wir jetzt unser nächstes Quarry bauen, das bauen wir ja nicht direkt daneben. Macht ja keinen Sinn. Damit wir in das alte Quarry nicht fallen, habe ich noch so einen schönen Fence gebaut. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass da jetzt der Fence steht und ich nicht das Loch zumache, weil ich denke, es ist einfacher, wenn ich dann zum Beispiel irgendwann mal schnell abminen möchte, nämlich einfach mal Minenlaser und mein Jetpack, fliegt da runter, schießt ein paar Sachen an, die fallen dann runter und ich heb die auf. Außerdem ist es nie ein Fehler, etwas zu haben. Jetzt gut, ihr dürft jetzt das nicht machen am Anfang, euch bis nach unten graben und dann immer runterspringen. Es ist kein Fehler, wenn ihr sozusagen immer einen Schacht beim Bedrock habt, weil man weiß, Diamanten kommen sehr oft immer in Lava und in tiefen Gegenden vor. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass wir hier welche Diamanten haben. Also ich glaube, wir haben insgesamt 4 Stück gefunden oder so. Wenn man jetzt nach oben guckt, können wir direkt nach oben gucken. Können hier aber auch sozusagen hier an der Seite ganz normal immer abbauen, was natürlich super ist. Jupp. So.
Ein kleiner Tipp am Rande. Der Mining Laser ist jetzt nicht verbuggt in der Richtung oder sowas, aber es kann sein, dass ab und zu ihr mit dem Mining Laser auf etwas feuert, so wie ich hier auf diese Kohle, und dann kein Gegenstand rauskommt, weil der Server, genau wie jetzt. Da ist keine Kohle rausgekommen, hier ist aber Kohle rausgekommen. Deshalb empfehle ich euch den Mining Laser nie für etwas sehr, 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 sehr Wichtiges zu benutzen. Also wenn es unheimlich wichtig ist. Also Diamanten würde ich damit grundsätzlich nie abbauen, weil ihr die immer in der Ungewissheit sein kann, sein, dass mal der Server lag, dieser Bug auftaucht und dann habt ihr einen Diamanten weniger. Und das ist schon ein bisschen blöd, wenn sowas passieren würde. Zudem baut er, glaube ich, gar keinen Obsidian ab. Ich habe ja gesagt, er baut einen Obsidian ab. Also ich kann nicht sehen, dass er den Obsidian hier abbaut. Selbst wenn ich näher gehe. Ja, also ihr könnt hier ruhig so viel oft drauf schießen. Ich habe das ausprobiert, in jedem Modus baut er kein Obsidian ab. Also das heißt, selbst wenn ihr den Obsidian-Schuss umtauscht in jetzt Mining, Explosive etc., würde der Obsidian halt immer bestehen bleiben. Also ich versuche das mal hier nochmal zu zeigen mit dem. Also hier ist was rausgekommen, hier ist was rausgekommen, hier ist was rausgekommen, hier, hier. Aber man hat gesehen, unten zum Beispiel bei der Kohle ist zum Beispiel nichts rausgekommen. Also kein Stückchen Kohle. Naja, kann man halt nichts machen. So, also. Der Recap Nummer 1. Unser Quarry war fertig. Ich habe es abgebaut und mit diesem Fenster gesichert. Damit wir keine Angst haben, dass irgendetwas passiert. Das zweite, was ich gemacht habe, war die Energieversorgung von uns zu stabilisieren. Wir hatten natürlich in der Richtung diesen kleinen Speicher, der 600.000 gespeichert hat. Jetzt fliege ich mal hoch und zeige euch. Wir haben jetzt einen, der sieht genauso gleich aus. Aber man merkt, hier sind schon viel, 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 viel mehr Zahlen. Denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nullen und eine Zahl heißt, dass es ein 10 Millionen sind. Das heißt, es ist dieser höchste Speicher, den man haben kann. Ich habe ihn gebaut. Leider kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich baue jetzt keinen zweiten, aber ich zeige euch sozusagen den Weg und die Gedanken vielleicht der Modder, weil das mache ich gerne, wenn ich irgendetwas baue, die Gedanken der Modder, wieso das so entstanden ist. Wir hatten natürlich diese MFS, wir hatten dieses MFE-Modul. Das ist ja dieses, das wir dazwischen hatten. Das waren vier Energiekristalle, ein Maschinenblock und diese zweifach umwickelten, ummantelten Kabel, isolierten, zweifach isolierten Goldkabel. Der Gedanke hier war, wir haben halt etwas gebraucht, was eine Maschine ist, deshalb der Maschinenblock, etwas, was Strom leiten kann, deshalb die Kabel und etwas, was Strom speichern kann. Deshalb kamen diese Energiekristalle ins Spiel. Somit haben wir diese MFE-Einheit gebaut. Und über diese MFE-Einheit haben wir halt diese MFSU-Einheit gebaut. Der Gedanke dahinter ist, wir haben unser Speicher von den 600.000 gehabt, wollen den aber erweitern. Erweitern heißt natürlich fortgeschrittene Technologie. Deshalb haben wir hier diesen fortgeschrittenen elektrischen Schaltkreis und den fortgeschrittenen Maschinenblock. Diesen haben wir aber noch nicht gebaut. Deshalb zeige ich mal, wie das geht. Dazu braucht man einen Maschinenblock, zweimal Advanced Alloys, egal wo ihr die hin tut, ob ihr die links und rechts hingibt oder oben und unten. Es spielt in diesem Rezept keine Rolle. Diese hab ich aber schon mal gezeigt, wie die hergestellt werden. Zum Beispiel für einen Mining Laser brauchen wir die. Dazu nimmt man halt sich eine Reihe dieses verbesserte Iron, danach kommt eine Reihe Bronze, danach kommt eine Reihe Tin. Und daraus bekommt man sozusagen Mischmetall, also ja, Mischmetall. Dieses Mischmetall kommt dann in den Kompressor, wird dann sozusagen zusammengedrückt zu diesem Advanced Alloy halt. Davon habe ich dann zwei Stück gemacht. Aber wir haben hier was Neues. Carbon Plate. Was ist das überhaupt? Carbon ist ja Carbon und Carbon wird aus Kohlefasern gemacht. Also brauchen wir einen rohen Kohlefaserblock. Und den macht man, indem man hier rohen Carbon, ja, Streifen macht. Und die macht man halt aus dem Coal Dust. Das heißt, man nimmt Kohle, zerschreddert es, tut vier Stück rein, also vier Stück so in der Richtung, hat man dann halt diese Fasern. Aus den Fasern, zwei Fasern her, machen wir dann halt einmal diesen sozusagen dieses Zusammengetane. Und wenn wir das kompressieren, haben wir halt diese Carbonplatte. Und dadurch
haben wir halt den Advanced Machine Block gebaut. Und den Advanced Machine Block brauchen wir halt für unseren Kristall. So, da sage ich schon für unseren Kristall. Für unsere MFSU-Einheit. Das heißt, das ist die weitestgehend, so wie mir bekannt ist, die höchste Speichereinheit. Was kein Wunder ist, da sie 10 Millionen Einheiten elektrische Energie steigert. Das Problem ist halt nur, dass man durch diese Unit, wie man sieht, 512 EU rausgibt. Aber dazu kommen wir später. So. Und diese Lapatron-Kristalle an der Seite, die baut man, indem man einfach sozusagen einen Energiekristall mit elektrischen Schaltkreisen und Lapis sozusagen erweitert. Für, ich denke, die Entwickler haben sich gedacht, dass Lapis sozusagen sowas wie so eine Energiespeicher Kristall ist. Sozusagen ein Kristall oder ein Werkstoff, womit man am, sozusagen etwas isolieren kann, dass es noch mehr Energie speichert. Deshalb habe ich das jetzt so gemacht, dass ich davon welche gebaut habe. Das war natürlich nicht, das war nicht schwer. Es hat mich halt insgesamt 6 Diamanten gekostet, die wir zu den Energiekristallen gemacht haben, und die Energiekristalle halt zu den Lapatron-Kristallen. Aber sagen wir mal so, wir haben durch das Quarry, das wir da hinten abgebaut haben, hier haben wir, glaube ich, 4 Diamanten bekommen, plus wir haben ungefähr 5 noch gefunden. Ich kann mal zeigen, ich habe zwar ein paar Diamanten in der Richtung abgebaut. Abgebaut und auch ein bisschen so umgewandelt. Deshalb zeige ich euch mal allgemein, was im Quarry im Allgemeinen rausgekommen ist. Ich tue mal hier aber das Silver Ore rein. Das wird nämlich hier dann abgebaut, und tue mal hier das Iron Ore rein. Warte ein bisschen, und das Tin Ore. So. Was hat uns das eigentlich alles gebracht? So, wenn wir das jetzt sortieren, also das müsst ihr euch wegdenken, das war's, gibt's nicht. Ich habe 2 Stack Bronze hergestellt, indem ich 3 Stacks von den Copper Dust genommen habe, sozusagen so angeordnet habe, und hier den Tin Dust. Dadurch bekommt man halt zweimal Bronze Dust, und da ich das halt mit 64er Stack gemacht habe, war das ganz schön. So, was habe ich denn noch gemacht? Ja, Gold Ingots sieht man, wir haben, sind anscheinend auch öfters auf eine Goldader gestoßen. Gut, das Kaktus Grün gehört jetzt nicht dazu. Ich habe Iron einiges bekommen, habe das dann direkt zu Refined Iron geschmolzen. Tin Dust haben wir noch einiges hier. Und wenn ich sehe, Silber haben wir auch 2 Stacks, plus jetzt das, was wir hier reingewonnen haben. Der Richtung. So. Wenn wir jetzt aber in unsere, diese Kiste reingucken, erschreckt euch nicht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Stacks Kohle, 49 Diamanten schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 10 Stacks und 16 Redstone, 62 Glowstone haben wir noch, 5 von den Flints. Leider ein bisschen weniger Lapis Lazilium, weil das durch diese ganzen Aufbauten weggegangen sind. Aber wir haben zum Beispiel Nikolaid, das könnte man jetzt Neon gegen Lapis eintauschen, weil das nicht so wichtig ist. Wir haben 46 Rubine, 46 Diamanten und Saphire meine ich, und 57 Emeralds. 15 Uranium-Ore, deshalb werden wir uns langsam bald, wenn ich etwas gebaut, wenn ich demnächst etwas gebaut habe, werde ich das so weit erweitern in der Richtung, dass ich mal einen Nuklearreaktor baue. Kann sein, dass ich dann dadurch noch eine zusätzliche Speichereinheit mache, oder wow, oder das dann so mache, dass ich nur eine Maschine damit betreibe, die halt sehr viel Strom braucht. Und die ladet sich halt auf. Ich meine, ich habe die jetzt heute gebaut. Da ist die Aufnahme leider gegangen. Dann war ich den ganzen Tag unterwegs. Bisschen Radfahren, das Wetter genießen. Und jetzt ist sie immer zuerst mal bei 4 Millionen. Also ich glaube, das Ganze auf die 10 Millionen da oben aufzupowern, wird einiges an Zeit dauern. Aber man kann natürlich jedes Gerät, egal wie wird, also wie weit, okay, wie weit es in der Evolution, ich sag mal so Evolution oder in der Skala ist der Industrial Craft. Also wir können den Electric Wrench, aber auch unseren Mining Laser damit aufladen. Also keine Angst, dass euch irgendwann mal das aufkommt. Moment mal, aber das sind ganz einfache Maschinen. Kann ich die überhaupt jetzt in dieser hohen Einheit aufladen? Ja. Also da spielen die keinen Unterschied. Aufladen kann man in jedem. So, aber wenn man sich das jetzt anguckt, macht sie 512 EU raus. Unsere Maschinen nehmen aber nur die 32 EU. Wir haben ja schon mal, da wir den letzten Speichereinheit hatten, haben wir halt diesen Umwandler gebaut, der 128 in 32 umwandelt. Also da, wo der Stromblitz ist, kann man sehen, kommen die 128 rein, und überall anders kommen halt nur 32 raus.
So, vielleicht muss ich das hier irgendwann mal verstecken. Ich weiß nicht, das sieht irgendwann mal ein bisschen schäbig aus. Aber, naja. So, das Wichtigste aber, was ihr nie vergessen dürft. Es gibt Kabel, die können diesen hohen Strom nicht haben. Deshalb, mein Vorschlag ist, jeden Kabel, den ihr baut, am besten immer dieses, diese Glasfaserkabel haben. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr in der Richtung auch zu Hause irgendetwas schnell verschicken wollt, also eine hohe Menge, werden die ganz normalen Kabel nicht reichen. Glasfaser ist das Ultimative. Das kann jede Art von Strom auf sich nehmen. Also es kann, glaube ich, außer Hyperstrom alles nehmen. Und Highstrom wird nur von Reaktoren erzeugt, eines Nuklearreaktors. Das heißt, von dem, was da oben, die 512 Glasfiber, würde das locker tragen. Kupferkabel würden das schon nicht mehr tragen. Ich glaube, man müsste dann sogar schon auf Golden Cables wechseln. Was natürlich dann ein bisschen schwerer ist und ein bisschen kostspieliger ist. Gut, klar, man kann das jetzt sehen, wie man möchte. Weil, ne, in der Richtung, das ist ja nicht schlimm. So, wenige Ziel verbessere, also verschönere ich etwas, also keine Angst, ich werde noch weiter erzählen. So, unsere Kakteen sind hier gewachsen, aber wir brauchen die ja vorerst nicht. So, also habe ich eine sozusagen Einheit gebaut, die ich jetzt dazwischen geschaltet habe. Ob ihr jetzt die oben macht oder unten, die lässt euch keinen Strom verlieren. Das Einzige, was ihr halt macht, ist, dass man in der Richtung nur den Strom umwandelt. So. Und das Besondere ist halt, dass man... die sozusagen diese 500 die man davor hat, 512 in 128 umwandelt, und die nächste Einheit, die wir da haben, wandelt das halt in den ganz normalen Gebrauch wieder um. Also da braucht man jetzt keine Angst zu haben, dass man da was übertaktet. Aber wichtigste ist, bevor ihr oben die Einheit einschaltet und sie sozusagen mit euren Maschinen verbindet, müsst ihr aufpassen. Also ich habe diese Transformer-Einheit extra davor dazwischen gebaut. Hättet ihr das nicht gemacht, wäre diese explodiert. Weil, wenn sie überladen wird, explodieren Sachen. Aber dann lieber der Transformer, den man schnell nachbauen kann, als all eure Maschinen. Also wenn ich jetzt den und den wegmachen würde und beide verbinden würde, würden unsere kompletten Maschinen, die wir haben, explodieren und sogar vielleicht eine Kiste mitreißen und dann unsere ganzen Ressourcen damit kaputt machen. Das ist natürlich sehr schlimm. Und ich denke, niemand will plötzlich mal auf seinen eigenen Server gehen oder auf seine Technik-Map graben, im Untergrund etwas abbauen, dann mal gerade so nach oben kommen und dann sehen, wie eigentlich die ganzen Maschinen plötzlich explodiert sind. Ich denke, das ist nicht das Wahre. Ich denke, damit stimmt ihr, also ich würde sagen, ihr stimmt mir alle zu, nicht, dass ihr irgendwann mal, das ist genauso wie ihr wacht plötzlich morgens auf und merkt, hey, mein Haus ist ja in Flammen, hätte ich doch mal lieber den Herd ausgemacht, so in der Richtung. Ist natürlich eine blöde Sache, kann man natürlich nicht vergleichen, weil in Minecraft sind das keine personellen Schäden, im realen Leben wäre es ein bisschen blöd, wenn das passieren würde. Aber ihr wisst schon ungefähr, in welchen Dimensionen das ist. Das ist genauso wie wenn man sich hier einen Nuklearreaktor baut. Man muss immer aufpassen, dass es sich nicht überhitzt. So, jetzt haben wir nämlich das schön gemacht. Ja. Also, damit haben wir diesen Speichereinheit gebaut. So, jetzt nochmal, um dahinter zu gehen, was halt der Gedanke von denen war. Wir haben halt diese kleine Box, die nur wenig Energie speichert. Wir müssen sie verbessern, also brauchen wir die verbesserte Technologie. Also wir müssen diese Einheit verbessern, aber ich will nicht mehr als 10 Millionen ausgeben. Naja, da war eine Reference vielleicht an welche, die es kennen. Ich glaube, 6 Billionen Dollar Familie hießen sie, und es gab einen Film, glaube ich, der 6 Billionen Dollar Mann. Da haben sie halt einen Mann verbessert. So. Aber wir müssen natürlich die Einheit verbessern, indem sie noch mehr Energie speichern kann. Wie machen wir das? Indem wir sozusagen Energiekristalle nehmen, sie mit diesem Schaltkreisen verbessern und dem Lapis, dass sie noch mehr Energie speichern können, halt zu diesen 10 Millionen. Und deshalb muss man halt noch 6 von denen einbauen. Die andere ist die diese MV-Box, der MV-Transformer, die haben wir schon davor aus Versehen gebaut. Die macht man halt mit den zweifach isolierten Goldkabeln und einem Maschinenblock in der Mitte. Früher war es, glaube ich, noch Kupfer,
und Maschinenblock, aber seit TechKit 3.1.1 braucht man schon zweifach isolierte Goldkabel. Ich denke, das wird jetzt alles mal. Ah, Lüge. Böse, böse. Was war ich wieder so böse? Ich habe gezeigt, wie man ein Wasserkraftwerk baut. Ein Wasserkraftwerk ist natürlich eine gute alternative Quelle, denn wir können ja die Pumpen, die wir gebaut haben, da wir jetzt keine Combustion Engine brauchen, also diese Sprit Engine, die wir auch kühlen müssen, da wir die nicht mehr brauchen, haben wir halt den Vorteil, wir können jetzt einfach Wasser nutzen und sozusagen damit ewig Strom produzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann hier einen zweiten Generator mache, falls mal oben Probleme sind oder ich mal länger an denen oben arbeiten muss, dass ich sozusagen Strom ausarbeiten muss. Oder ich dann einfach einen Quarry damit betreibe. Kann man ja auch machen. Das Problem ist nur, wenn man eine Pumpe setzt, wenn man jetzt hier ganz normal nach Wasserregeln geht, würde man ja ein Viererfeld machen und es wird sich automatisch immer auffüllen. Bei einer Pumpe funktioniert das leider nicht. Da muss man ein 3x3-Feld nehmen und in der Mitte die Pumpe, sozusagen, dass sie hier immer raussaugen würde. Sich das jetzt vorstellen, 3x3 Feld, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Müsste die Pumpe hier mittig sein, dass sozusagen das Wasser Zeit hat, sich selber immer aufzufüllen. Das werde ich euch aber zeigen. So, das Rezept für die Wassermühle, also Watermill ist, ganz einfach, man nimmt einen Generator und sozusagen tut man Holzsticks und Holzblöcke raus. Man muss sich ja vorstellen, ein Watermill ist ja eigentlich nichts anderes wie sozusagen, als wäre das ein großer Propeller und dann wird dann Wasser durchgeleitet mit Eimern und wird dann halt betrieben. Deshalb meine Denkweise, weshalb die das gemacht haben, Generator allgemein für jede Stromsache braucht man den, plus die Sticks, die sozusagen die Verbundstücke von dem Propeller sich vorstellen, weil die machen sozusagen einen einfachen Propeller, aber der Propeller ist ja nicht gut, wenn er nur so ganz 1 cm dünn ist. Und deshalb hat man halt diese Planks, die sozusagen daraus richtige Schaufeln machen. Und das heißt, wir machen ein und bekommen zwei Watermills. Ich glaube, eine Watermill erzeugt 30 EU, also ungefähr ein bisschen besser ist die als unsere Windkrafträder, aber man muss halt immer Wasser nachfüllen. Deshalb kann man halt dieses Pumpensystem dazu nehmen, dass sie halt immer oben Wasser reinbekommt und dann sozusagen immer Strom rausgibt. Vielleicht für unser nächstes Quarry, was ich bauen werde, werde ich diese Wassermühle bauen und sozusagen unser Quarry allein nur durch die Wassermühle betreiben. Ist natürlich an sich eine sehr intelligente Idee, besonders wenn man auf die Umwelt achtet, wie ich das jetzt mache. Ich werde hier keine Kohlekraftwerke. Deshalb war das auch mehr ein Verzweiflungsakt, dass ich mehr auf dieses Öl zurückgreife. Heißt nicht, dass ich es nicht mache hier im Let's Play, weil ich euch ja zeigen möchte, was eigentlich alles dahinter steckt. Ich werde nämlich einmal Öl auf normale Weise abbauen und einmal auf konventionelle Weise. Das heißt abbauen. Abbauen wird es gleich, nur der Transportweg. Es gibt verschiedene. Man kann natürlich diese Pipes nehmen, man hat aber auch später Möglichkeiten, es anders zu machen. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich cover jetzt zuerst mal alles, was sozusagen Industrial Craft und Build Craft ist, und danach kommen die anderen, wie zum Beispiel Rail Craft, die sozusagen den Züge und sowas alles hier verbessern wird in der Richtung und etc. Das kommt aber alles später. Genau wie Äquivalent-Mods. Dieses Umtauschen hier ist nicht alles, was die Äquivalent-Mod hat. Die Äquivalent-Mod hat noch einiges hinter an sich, wie zum Beispiel eigenen Sprengstoff, den man benutzen kann, oder etwas für die Hand, womit man abbauen kann. Und noch eigene Energiesachen. Also der Energiekollektor, den wir hier machen, wir wandeln ja Sachen um. Man kann aber diese EMC, diese Energie selber herstellen mit Licht und sowas alles. Aber ich mache zuerst mal ein bisschen Industrial Craft, Build Craft, sozusagen, dass wir eine einfache Industrie haben, ne? Piggy Piggy. So, das Wichtigste ist, ja, das habe ich ganz vergessen immer zu sagen, wenn man den Licht auf Default, also auf die Standardeinstellungen geht, hat man den linke Steuerung, ist ein Zoom-Modus. Damit zoomt man. Also das ist ganz gut, wenn man zum Beispiel diesen Long-Range-Shot hat, und dann jetzt zoomt und jetzt schießt und dann trifft man hinten das Schaf. Dann trifft man hinten das Schaf. Ja, so. Also. Es tut mir leid, dass ich euch nicht den ganzen Bau gecovert habe, aber ich habe euch die Rezepte gezeigt. Ich habe euch den Gedankenfluss gezeigt, weshalb die das sozusagen gemacht haben. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, denn selbst im besten Let's Playern passiert mal, dass etwas kaputt geht oder ein paar Parts verloren gehen. Ich weiß nicht wieso. Es war einfach ein Part,
Der hatte keinen Sound und hat höllisch gelackt. Und ich wollte euch sowas nicht antun. Ein 35-Minuten-Part ohne was zu sagen, wo man sozusagen nur mich da so ein bisschen herumtanzen sieht und ihr gar nicht wisst, hä, was macht er denn jetzt da? Weil wenn ich nichts sage, bringt das euch ja nicht. Ihr könnt dann sehen, oh ja, wow, weshalb klickt ihr jetzt ganze Zeit hier rechts, zeigt uns, welche Rezepte sind, weshalb macht er das, etc. Das wollte ich euch nicht antun. Ich habe zwar nur ein paar einige Abonnenten, heißt ja aber nicht, dass ich nicht neue gewinnen möchte, und ich glaube, das ist nicht der richtige Schritt, indem ich sage, ihr seid mir alle scheißegal und ich mache mein eigenes Ding. Deshalb, ich denke, den nächsten Part werden wir machen, dass wir hier ein bisschen den Weg verschönern. Da hinten haben wir es ja schon mal geschafft, dass wir das verschönern, weil man, ich denke, zu Minecraft gehört auch dazu, selbst wenn man eine Fabrik baut, dass man ein bisschen aufs Äußerliche achtet. Wie man hier sieht, diesen Gang nach hier unten, den man reinblicken konnte, habe ich jetzt verbessert mit drei schönen Pflanzen. Dem Transformer, der ist hier schon fast, diesen Stromumwandler, der ist schön versteckt hier. Und dieser Kabel hier an der Seite, das gehört halt zur Fabrik. Diesen Nether-Rack, den könnte ich jetzt auch theoretisch wegmachen und hier zum Marvel machen. Aber ich habe den jetzt mal so besonders gemacht. Ich kann hier auch oben drauf Feuer immer legen, was aber nicht taktisch klug wäre. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zwar war es nur ein Recap und wir haben nicht viel gemacht, aber ich muss halt das covern, was mir leider verloren gegangen ist. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so schlimm. Oder ihr nehmt es mir jetzt nicht übel, dass ich das nur so covern kann. Aber, naja, ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, weshalb dieses Nickelite in der Richtung so ist. Das werde ich jetzt mal umwandeln und ich werde mal den Diamanten hier wegnehmen. Lapis hier reingeben. Oder Nickelite. So, jetzt nehmen wir das Lapis raus. So. Tun wieder den Diamanten hier, damit wir ein... Oh, ich habe noch ein bisschen von dem Nickelite. Tun wir dann nochmal ein Lapis hier rein. Und wandeln den hier um. Einfach nur damit, dass wir ein bisschen mehr Lapis haben. Ist jetzt nicht notwendig gewesen, aber ich habe lieber gerne einen Stack von den Sachen, die ich dann vielleicht noch bald brauchen werde. Genau, und außerdem hat dieses Nickelite irgendwie an der Seite nicht so gepasst. Ja, dann, was kann ich sagen? Ich verabschiede mich. Ich danke, dass ihr trotzdem immer noch einschaltet. Egal wer, ob es jetzt neu sind, Abonnementen sind. Ich bin dankbar für jeden, der bei mir einschaltet, ein bisschen Interesse hat an diesem Ticket-Pack, wovon ich jetzt vielleicht insgesamt 5-6% gecovert habe, was noch alles Möglichkeiten dahinter stehen, auch in den Kaktus genannt. Natürlich werde ich irgendwann mal nicht mehr auf Peaceful spielen, ein bisschen Challenge muss sein, auch wenn das dann blöd ist, wenn ein Creeper zum Beispiel hinkommt, Creeper, da oben spawnt zwar zum Glück, spawnt keine Creeper, wäre trotzdem blöd, oder mal einfach in so einer Reaktorkammer einfach ein Creeper kommt, alles explodiert und der ganze Reaktor dann in die Luft geht. Naja. Dann bedanke ich mich herzlich für euer Einschalten, für eure Treue, die mir öfters zugucken. Ich hoffe, ihr guckt mich auch nicht nur wegen Minecraft, sondern guckt auch vielleicht die anderen Projekte, die ich habe. Ich habe ungefähr einen Plan in meinem Kanal, wo ungefähr immer ein Upload-Plan ist. Und dass ihr mindestens seit dem Neustart mit dem 15. Part es ein bisschen besser findet. Ich habe mir extra Mühe gegeben und ja, dann würde ich sagen, freut euch auf das, was bald kommt, damit ihr endlich alles mal in Aktion sehen könnt. Plus, ja, würde ich sagen, bleibt interessiert und denkt nicht, dass Ticket, das, was ich jetzt in Ticket gemacht habe, schon alles ist. Bis dann, ciao.